Wenn ich im Sommer auf die verschiedenen Alpen gehe wandern, habe ich immer eine scheisse Freude an der Kiene und dem schönen Glockenglied. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Ende Sommer ist die Alpabfahrt etwas vom schönsten und emotionalsten für Taubler und Taublerinnen. Dabei darf man etwas nicht vergessen. Es ist mit viel Herzblut, aber auch mit viel zusätzlicher Arbeit verbunden. Und nicht zuletzt vergisst man den stundenlangen, zum Teil beschwerlichen Weg ins Tal. Auf dem Weg ins Waldmattli bin ich gerade an die Senden der Weissenflur angelaufen. Da konnte ich noch Teile aus ehemaligen Wolfenschiessen nicht einfach vorbeilaufen. Sie dann da unter dem Waldrand ihre Kühe schmicken. Mami! Ich bin der Baldistoni. Meine Familie und ich gehen hier auf Weissenflur, wo im Besitz der Ennenbürger Korporation ist, bewirtschaftet im Sommer. Und wie der Sommer etwa war, wissen die meisten. Lang trocken. Für uns hat es dann wirklich im richtigen Moment am meisten noch einmal geregnet. Das hat auch für uns die Hauptzeit noch recht verlängert. Es ist mir eigentlich ein guter Sommer gehabt. Wir hatten keinen Ausfall gehabt vom Vieh her. Und ist eigentlich rumgelaufen sonst. Und jetzt sind wir auf dem Weg, ins sogenannte Alpabzug, wie die meisten etwa kennen hier in der Gegend. Gehen wir auf Ennenbirgen, wo der grosse Alpabzug ist, ab dem 12:30. Ich hasse die Zwielussen. Nur eine Strophe per Zufall. Schön sind sie geschmückt. Thank you.
Kaum sind sie daheim gsi, hat's einen schönen Regenbogen gegeben. Jetzt haben wir Zeit, uns auf die Alpauffahrten 2023 zu freuen. Ich wünsche euch allen bis dann eine schöne und glückliche Zeit und bleibe gesund.